Den meisten von uns ist bewusst, dass Diabetes einen negativen Einfluss auf unsere orale Gesundheit haben kann. Wie ist das möglich? Die Antwort liegt innerhalb Ihres Mundes. Lassen Sie uns einmal einen tieferen Blick in den menschlichen Körper werfen, um mehr darüber zu erfahren. Unsere Reise beginnt im Mund, in dem über 30 Milliarden Bakterien leben. Manche dieser Bakterien sind nützlich, andere wiederum schädlich. Sie sammeln sich rund um unsere Zähne und in den Zahnzwischenräumen an und bilden ununterbrochen Zahnbelag. Es sammeln sich immer mehr Bakterien an, die den Zahnbelag in Zahnstein umwandeln. Dies löst einen Alarm im Immunsystem unseres Körpers aus. Unser Zahnfleisch wird rot, schwillt an, entzündet sich und bildet sich zurück. Mit anderen Worten, unser Mund ist an Gingivitis erkrankt. Das darunterliegende Gewebe, der Knochen und der Faserapparat beginnen sich abzubauen. Eine ernstere Erkrankung entsteht, Parodontitis. Das Gewebe wird dadurch so stark beschädigt, dass Bakterien ungehindert durch die Mundhöhle in unseren Blutkreislauf gelangen können. Bakterien dringen in unseren Körper ein. Unsere Immunzellen bekämpfen sie und Makrophagen werden alarmiert. Durch diesen Kampf werden auch chemische Signalstoffe produziert, die das empfindliche Schlüssel-Schloss-System stören, das unseren Körper in die Lage versetzt, Zucker in Energie umzuwandeln. Das Schloss, unsere Insulinrezeptoren, wird durch diese chemischen Signalstoffe blockiert und macht es somit für den Schlüssel, das Insulin, unmöglich, den Prozess der Umwandlung von Zucker in Energie einzuleiten. Das hat zur Folge, dass mehr und mehr unverarbeiteter Zucker in den Blutkreislauf gelangt. Für Diabetiker wird es dadurch noch schwieriger, eine Überzuckerung zu vermeiden. Was für eine Misere! Die gute Nachricht ist, all dies lässt sich regeln und sogar verhindern durch gute Mundpflege. Eine einfache Routine, die sehr effektiv ist bei der Abwehr von schädlichen Bakterien. Putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich. Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume regelmäßig mit Zahnseide oder einer Interdentalbürste. Und spülen Sie anschließend mit einer Mundspülung. Besuchen Sie Ihren Zahnarzt zweimal jährlich und lassen Sie eine professionelle Zahnreinigung durchführen. Fangen Sie jetzt damit an. Es ist eine gute Sache.